erster Linie ist meine Musik einfach Musik. Natürlich gibt es Sachen, die mich inspirieren. Aber es ist in der Regel so, es ist nicht so eins zu eins, dass ich irgendwie ein Erlebnis habe und daraufhin setze ich mich irgendwie hin und schreibe ein Stück Musik, sondern es ist schon alles irgendwie sehr katalysiert. Aber klar, ich meine natürlich irgendwie so, also menschliche Beziehungen inspirieren einen, aber irgendwie auch Urlaube in, irgendwie für mich in Bergen unterwegs zu sein. Aber es ist halt nicht so, dass ich nach Hause komme, mich hinsetze und Musik schreibe, sondern das... Ich weiß, dass das gärt dann einfach irgendwann in mir und manchmal setze ich mich wirklich hin und nehme mir vor, was zu schreiben und manchmal fliegt mir auch einfach irgendwas zu und dann kann das irgendwo sein. Also ich habe auch schon irgendwo Ideen auf einem Bierdeckel in einer Kneipe notiert. Immer, dass mir irgendjemand, ein Bekannter, irgendwas vorgespielt hat. Also ich war eben so 16, als das losging und vorher hatte ich auch einfach wirklich von Jazz überhaupt keine Ahnung. Aber das hat mich einfach unglaublich erwischt und dann war ich einfach neugierig und habe mich dann auch so ein bisschen auf die Suche begeben, was es da noch so gibt. Und ja, das hat mich einfach elektrisiert. Also ich habe immer schon viel Musik gemacht, aber eben nur Klassik und Musik hat zwar immer eine Rolle gespielt, aber ich habe nie darüber nachgedacht, das irgendwie beruflich zu machen. Aber irgendwann gab es diese Welle, diese Acid-Jazz-Welle, wo ja einfach so Jazz-Elemente viel im Pop stattgefunden haben, mit so Bands wie Brand New Heavies und Incognito. Und darüber habe ich so ein bisschen den Jazz für mich entdeckt. Us 3, und dann hat mir jemand mal Miles Davis vorgespielt und das hat mich unglaublich umgehauen. Das Wichtigste. Das macht auch am meisten Spaß. Einfach weil man halt so das direkte Feedback von den Leuten hat. Das ist schon einfach wahnsinnig viel wert. Und ich glaube, viele Konzertgänger machen sich das gar nicht so klar, was sie auch wieder so an Energie zurückliefern. Also das ist schon echt wichtig. Also es ist nicht so, dass ich irgendwo ins Publikum gucke und suche, wie reagieren die Leute, sondern man merkt das einfach direkt. Also wenn die Leute wirklich einfach so ganz, ganz da sind, wenn sie sitzen würden, würde man sagen, sie so sitzen vorne auf der Schulkante. Also heute Abend ist das Stehpublikum, aber man merkt das schon trotzdem immer. Also mich haben eigentlich eine Menge Leute irgendwie echt beeindruckt, mit denen ich gespielt habe. Und also die verschiedensten. Also so, und meistens aus unterschiedlichen Gründen. Also jemand wie Omara Portuondo, wie Grand Dame, das Buena Vista Social Club, da ist einfach unglaublich zu sehen, wie viel Spaß sie in ihrem Alter noch an Musik hat und wie die für Musik brennt. Und das ist wahnsinnig inspirierend. Dann Dominic Miller ist ein Typ, der, wenn er Musik spielt, einfach unglaublich unaufdringlich einen Song immer noch so auf ein nächstes Level heben kann. Also der spielt und das ist einfach wahnsinnig songdienlich. Und so eigentlich bei jedem gibt es irgendwas, was mich immer unglaublich beeindruckt hat. Thank you.
ich habe eine feste Band. Jetzt so zum Großteil spielen wir schon über 10 Jahre zusammen. Und das ist unglaublich wertvoll, weil man sich einfach wortlos versteht und auch eine Art hat, einfach zusammenzuspielen, die, glaube ich, nur entstehen kann, wenn man wirklich irgendwie lange zusammenspielt. Also zum Beispiel mit Lars Duppler, dem Pianisten, mache ich schon seit meiner Schulzeit Musik. Und Jens Dohle, Schlagzeug, Jan von Klewitz, Saxophon, sind auch schon seit über 10 Jahren dabei. Habe ich beide in Berlin kennengelernt, also Lars habe ich noch in Bonn kennengelernt. Und ja, auch mit Jan zum Beispiel einfach zu 2 Bläsern ist halt auch immer wichtig, wie man zusammen spielt, also so wie die Klangfarben harmonieren, wie man zusammen phrasiert. Und da findet man irgendwann wirklich so zueinander, dass man sich einfach wortlos versteht. Dann Arne Jansen kenne ich noch, Gitarristen, kenne ich noch aus dem Bujazzo, also auch schon lange. Wir haben uns immer mal wieder gesehen, ein paar Mal zusammen gespielt. Der ist jetzt fest dabei, also wir waren lange im Quintett, jetzt sind wir im Sextett, fest mit Gitarre. Und Philipp Badenberg, E-Bass, ist jetzt ziemlich neu dabei. Es gibt jetzt halt eine Live-EP, das sind halt 5 Stücke. Irgendwann wollte ich das halt mal festhalten, wie die Band live klingt. Und es gab auch eine Menge Fans, die sich das auch mal gewünscht haben. Und ich wollte aber schon irgendwie einen Unterschied machen. Ich wollte nicht, dass es so wirkt, als ob das jetzt das nächste große Album ist, sondern es ist halt wirklich mehr so ein Zusatzprojekt. Und wir wollten das halt also ein bisschen, ich wollte es ein bisschen schlanker halten. Und dann dachte ich, dann ist es ganz gut, irgendwie eine ganz gute Möglichkeit, das irgendwie einfach online anzubieten. Also ich finde, online bietet halt die Möglichkeit, einfach mal ein paar Sachen auszuprobieren. Das ist ein Vorteil. Also wenn man ein physisches Produkt hat, eben, dann muss man halt schon irgendwo, man muss eine Auflage planen, das muss halt in den Handel gebracht werden. Und online kann man halt einfach ein bisschen anders agieren. Man kann halt einfach mal, zum Beispiel jetzt bei der EP, das sind dann halt sind 5 Stücke und 2 aber noch 2 Videos. Und sowas kann man mal kombinieren und gucken, ob die Leute das mögen. Und das ist auf jeden Fall eine Chance. Und wofür das auch eine Chance ist, auf jeden Fall ist, dass man halt wesentlich leichter international präsent sein kann. Weil das ist halt, so eine EP ist halt auch dann weltweit verfügbar. Und wenn man jetzt aber die zum Beispiel physisch verfügbar machen würde, überall wäre es halt schon wieder ein wesentlich größerer Aufwand, den wir für ein Album auch machen. Aber ja, es ist halt einfach mal gut für die Aktion zwischendurch. Ich finde, also bei meiner Musik ist es oft so, dass Leute kommen und sagen, also das ist Jazz oder das ist kein Jazz. Aber also was sich gewandelt hat, was ich sehr schön finde, ist, dass es halt keine qualitative Frage ist, wenn Leute sagen. Also die Leute kommen schon an und sagen so, ich finde das geil, aber ist das denn noch Jazz? Und für mich selber stellt sich die Frage eigentlich gar nicht. Also weil für mich ist es schon Jazz, weil ich komme als aktiver Musiker, ich komme vom Jazz. Aber ich bin halt auch mit Pop und Rock groß geworden. Und natürlich findet sich das in meiner Musik wieder. Und ich finde es, also manche Diskussionen finde ich auch merkwürdig, was Jazz ist, weil für mich war Jazz, also wenn man die Geschichte anguckt, war immer ein Schmelztiegel. Es hat immer sich irgendwie Einflüsse gesucht. Ob das jetzt irgendwie kubanische Musik war, die irgendwann eine Rolle gespielt hat, klassische europäische Musik, Bossa Nova. Also Jazz war eigentlich immer Musik und Jazzmusiker waren oft Leute, die über den Tellerrand geguckt haben. Und ich finde, das sollte auch nicht verloren gehen. Jazz-online.com finde ich, zeigt sehr schön über die Chancen von Internet, weil es ist halt ein Medium, was noch wirklich in die Tiefe gehen kann. Was halt, also ich glaube, das ist halt auch ein Vorteil von online, dass man halt wirklich irgendwie in tiefe Interviews führen kann, man kann Konzerte zeigen, man hat plötzlich wieder Platz, weil in so vielen Medien wird alles zusammengestrichen und es ist überhaupt schwer, irgendwo mal so mehr als so die 3 Headline-Sätze irgendwo unterzukriegen und dafür bietet das Medium eine super Chance. Thank you.